Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Cocultures Live dieses Jahr. Ja, es ist tatsächlich 1. Februar geworden. Wir hatten ein Interview geplant für Januar, aber der Teilnehmer musste leider recht kurzfristig seinen Termin verschieben. Und so ist die Pause jetzt ein bisschen länger geworden. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute starten. Und zwar mit Manuela Meyer. Manuela, du kommst aus der Region Siegen. Du bist Schulmusikerin, Chorleiterin, Gesangspädagogin und auch im Konzert- und Opernfach beheimatet. Und ich bin Bettina Schau von Chorkultus, Chorreisen, Chorleiterin und immer allseits an allem interessiert, was mit Chormusik zu tun hat. Herzlich willkommen, Manuela. Herzlich willkommen, Bettina. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir beide kennen uns tatsächlich auch noch nicht in Präsenz. Wir haben uns über Facebook kennengelernt. Wir hatten ein schönes Vorgespräch und in dem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass dir mal eine Frage gestellt wurde, auf die du geantwortet hast. Das Problem ist, singen kann ich eigentlich gar nicht. Ja, das ist ganz, ganz interessant. Wie bist du dennoch überhaupt zum Singen gekommen? Also ich habe eigentlich nie viel gesungen. In der Kindheit, da habe ich tatsächlich mit meinen Eltern und meinen Großeltern sehr, sehr viel gesungen und dann ab der Grundschulzeit, bei uns musste man ja in der Grundschule noch singen, Volkslieder und in der weiterführenden Schule dann eben irgendwie gar nicht mehr. Dann war ich im Blasmusikverein hier bei uns im Ort, da habe ich Klarinette und Saxophon gespielt, ganz, ganz lange und wollte dann irgendwann auch was mit Musik machen. Und genau, und dann habe ich mich für ein Schulmusikstudium entschlossen und habe gedacht, okay, ja, Schulmusik wäre was Cooles. Und ich dachte, ja, gut, da muss man nur leider sehr viel können. Also Hauptfach Klarinette wollte ich machen und Nebenfach Klavier. Aber tatsächlich muss man ja auch im Schulmusikstudium singen können und das als Pflichtfach belegen. Das weiß ich ja selber, ich bin jetzt heute selber an der Uni als Dozentin. Und genau, und dann hat mir hier der Organist unseres Ortes, der hat mir ein bisschen Gesangsunterricht gegeben. Der sagte auch, oh, könnte knapp werden. ja, aber es hat geklappt. Und dann bin ich tatsächlich angenommen worden und bin in der ersten Stunde im Pflichtfachunterricht zu meiner Lehrerin, also zu der ich immer noch Kontakt habe. Die ist leider erkrankt und deshalb habe ich da keinen Unterricht mehr. Aber ich habe bis letztes Jahr immer noch Unterricht gehabt, seit ich Anfang 20 war, bis wirklich jetzt, also über 20 Jahre, war, das ist eigentlich eine tolle Beziehung, die da entstanden ist. Das verbindet mich mit ihr auch total viel. Also bin ich richtig stolz und ihr total dankbar, dass sie mich da eben entdeckt hat. Und genau, und da bin ich eben in die erste Stunde rein, das wollte ich erzählen, und habe gesagt, ja, eigentlich singen kann ich nicht. Und mir war das auch total blöd. Also das ist ja so, ne? Wenn man vorher nie gesungen hat, man hat nie in einem Chor gestanden, man ist da schon mit gewissen Hemmungen belastet. Also man geht da rein und man kann sich auch nicht so frei machen. Und singen ist ja schon was, was so ein bisschen mehr von sich preisgibt, als wenn ich jetzt ein Instrument in der Hand habe. Ne? Mit der Klarinette, das machte mir nichts aus. Aber tatsächlich dann da Übungen zu machen, das fand ich dann da schon relativ befremdlich. Und habe am Anfang auch direkt gesagt, nee, also ich kann es einfach nicht. Und es hat so ein paar Monate gedauert. Dann habe ich gedacht, ach, es ist gar nicht so schlecht. Hat mir Spaß gemacht. Und da waren auch sehr viele Studienkollegen von mir, die waren im Chorbereich tätig. Die haben mich so ein bisschen gepusht und haben gesagt, ach komm, ey, das klingt gar nicht so schlecht, was du da machst. Und ich habe das dann auch gemerkt, denke ich, ah, das ist gar nicht so schlecht. Aber gut, es war jetzt auch nicht super, ne? Und dann hat sie gesagt, nach einem halben Jahr, wissen Sie was? Sie können zu mir zum Unterricht nach Hause kommen, nach Köln. Sie brauchen den Unterricht auch nicht bezahlen. Weil sie meinte, ja, es ist toll, dass ich so motiviert bin und dass ich das so lernen will. Ich war dann auch sofort ehrgeizig, ich wollte das dann auch können. Ne? Also ich merkte, ich kann es nicht und ich wollte es aber dann irgendwie können. Und dann habe ich am Anfang erstmal nur so Musical-Sachen gesungen und habe das dann auch gemacht. Ich bin zu ihr dann nach Hause gegangen. Weil man im Rahmen des Schulmusikstudiums hat man halt nur pro Semester 7 Unterrichtsstunden. Das ist halt relativ wenig, ne? Pro Semester in 3 Monaten, dann sind wieder 3 Monate Pause. Und ja, genau, und das habe ich gemacht. Die wohnte damals in Köln-Chorweiler, bin da 2,5 Stunden mit Bus und Bahn hin und her gefahren und hatte dann den Ehrgeiz, das auch zu lernen und gut können zu wollen. Ja, das war ja dann auch ein ganz schöner Aufwand, aber dann muss es sich auch irgendwie gepackt haben. Interessanterweise
geht es mir oft so während der Interviews, dass ich mich bei an gewissen Stellen an mich selbst erinnert fühle, denn auch ich habe als Kind nicht im Kinderchor gesungen, bei uns gab es keinen Kinderchor in der Nähe. Ich bin auch durch Zufall zum Singen gekommen. Ich habe in der Schule den Schulchor am Klavier begleitet und irgendwann dachte ich mir, naja, eigentlich kannst du doch bei den A-Cappella-Sachen einfach mal mitsingen. Habe mich dann in den Chor reingestellt und habe einfach angefangen mitzusingen und dann hat es mich auch ganz schnell gepackt. Ja, du wolltest zunächst, hast du auch nicht an Chorsingen gedacht, du wolltest auf die Bühne und wolltest unterrichten. Das waren so deine ersten Pläne, hast du mir erzählt. Und dafür, dass du dachtest, zunächst du könntest nicht singen und ja auch gar kein bewusstes Interesse vorm Studium am Singen hattest, hast du doch eine beachtliche Entwicklung gemacht, finde ich. Wann genau hat es so richtig gefunkt? Kannst du dich da an so eine Initialzündung erinnern, an so einen gewissen Moment, wo du gedacht hast, wow, Singen ist toll? Ich fand immer schon die Renate Lücke-Hermann, das fand ich toll, wie die gesungen hat damals. Also das hat mich total beeindruckt. Auch wie sie auf die Schüler oder auch auf mich eingehen konnte. Ich merkte, das Singen tut mir irgendwie gut. Das war das Erste, ne? Dass ich so gedacht habe, ach, der Unterricht tut mir gut und das Singen an sich tut mir auch gut. Und dann habe ich gesagt, ich will das auch können und wollte dann erstmal im Schulmusikstudium auf Hauptfachgesang wechseln. Dann habe ich gesagt, okay, Klarinette wähle ich ab, obwohl ich da, wie gesagt, seit dem 10. Lebensjahr gespielt habe und auch viel gespielt und auch in vielen Ensembles und anderen Musikvereinen. Das wollte ich dann nicht mehr, ich wollte singen. Hab geübt wie eine Blöde. Also ich habe mir Sachen angehört, Opern, ich wollte dann auch erstmal Richtung Musical, habe mich hier in der Ballettschule in Siegen angemeldet, habe mir einen Schauspiellehrer gesucht und habe alles, also wie im Drill trainiert und dann habe ich schnell gedacht, ach nee, der Musical-Beruf, das ist mir dann doch Richtung Tanz, das war mir zu vielfältig auch. Ne? Ich wollte lieber nur singen und ich wollte auch unterrichten, weil ich das toll fand, dass man Leute wie mich, ne, die eben gar nicht singen können, irgendwie begeistern kann. Und genau, und die Bühne fand ich super. Dann dachte ich, okay, Oper willst du machen? Und dann habe ich mir eine Opernarie nach der anderen reingezogen. Die wollte ich alle lernen. Und genau, und dann habe ich eben den Ehrgeiz gefasst, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Nachdem ich auf Hauptfach Gesang schon gewechselt bin, dann habe ich den Abschluss auch im Gesang gemacht. Damals das Staatsexamen. Wir hatten ja noch keinen Bachelor. Und während aber die Prüfungen noch nicht fertig waren, also ich hatte nur die fachpraktische Prüfung, habe ich dann schon die Aufnahmeprüfungen für Gesang gemacht. Und dann bin ich an der Folkwang Hochschule angenommen worden. Das war ein ganz kleiner Studienkreis. Die hatte damals nur 6 Studenten. Das fand ich super auch. Und ich bin als Einzige dann dort hingekommen. Die hatte so ein bisschen Schwerpunkt Barockmusik, was eigentlich gar nicht so mein Ding war. Aber man ist ja auch froh über einen Studienplatz. Ne? Also die Studienplätze liegen ja nicht auf der Straße. Und genau, und dann habe ich gedacht, ach super, du bist angenommen. Und zu der Zeit war ich dann schon bei der Lehrerin von der Renate Lücke-Hermann, bei der Edith Ostendorf, die war an der Musikhochschule Köln Professorin für Gesang. Und die hat mich dann so Richtung Opernfach gepusht. Die war auch im jugendlich-dramatischen Fach, in dem ich heute auch immer noch singe, tätig. Und die hatte halt zig Rollen gesungen und auch eine große Unterrichtserfahrung. Und die Renate sagte mir dann, komm, geh doch dahin. Und dann bin ich immer zu beiden so im Wechsel und hatte dann den Studienplatz in Duisburg. Und das, ja, genau. Und das war es dann erstmal so das erste Ziel, was ich so überwunden habe. Habe dann das Lehramtsstudium trotzdem abgeschlossen, alle Prüfungen gemacht, während ich schon in Duisburg eben war. Und habe dort Gesangspädagogik studiert. Und genau. Dort, das war dann, also da war ich bin auch recht hochgestuft worden. Das war auch noch ein Grund, also ich wollte nicht an jede Musikhochschule. Ich bin da direkt ins 5. Semester durch das Lehramtsstudium reingekommen. Und dann kam ungefähr nach einem halben Jahr schon ein Anruf von unserem Dirigent hier im Ort, in dem Blasorchester, in dem ich gespielt habe. Der spielt in Dortmund an der Oper Posaune. Und er sagte, hör mal, bei uns suchen sie im Opernchor eine Sängerin als Aushilfe, Schwangerschaftsvertretung. Hättest du vielleicht Lust vorzusingen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich ja mal versuchen. Ne? Und da war ich eben auch noch nicht fertig in Duisburg. Und das habe ich dann gemacht. Und den Job habe ich dann bekommen. Und so bin ich dann eben schon im Studium an die Bühne gekommen. Ja, und dort, hast du mir erzählt, hat sich auch dein Interesse entwickelt für Kinderchöre in Duisburg. Du hast auch deine Diplomarbeit dem Thema Kinderchöre gewidmet. Und Kinderchöre, das wissen wir alle, die wir im Chorbereich sind, ist ein brennend heißes Thema, ein Dauerbrenner sozusagen.
Es wird immer schwieriger mit Kinderchören, auch durch die Veränderungen in den Schulen, dass nachmittags einfach keine Zeit mehr ist. Was war dann so die Kernaussage deiner Diplomarbeit in Bezug auf Kinderchöre? Also Interesse hatte ich schon ein bisschen vorher, schon im Schulmusikstudium, ne, da wird man ja auch mit Kinderchorleitung konfrontiert. Und dort habe ich dann auch schon einen Kinderchor bekommen. Also da habe ich gerade in Duisburg angefangen, war aber auch noch in Siegen tätig und in Nepfen, die suchten damals, das war ein Männerchor, der hatte einen Kinderchor gegründet und die suchten dort einen Chorleiter oder eine Chorleiterin. Und da habe ich mich vorgestellt und den habe ich übernommen. Und das waren auch ganz kleine Kinder mit dabei, die waren ab 3. Und das fand ich schon immer spannend, ne? So mit Kinderchor. Und genau, und dann habe ich eben in Duisburg das Ganze weiterverfolgt. Da hatte ich immer noch den Kinderchor und habe dann die Diplomarbeit Richtung Kinderstimmbildung geschrieben und habe, ich hatte in meinem Kinderchor damals dann so ein Musical schon aufgeführt und habe da auch Stimmbildung gemacht und habe gedacht, das ist ja mal spannend, du schreibst mal darüber, wie sich Stimmbildung so auswirkt. Also ich habe das generell als Stimmbildungsthema verfasst und habe dann in einer Gruppe, das waren so 5 Kinder aus dem Kinderchor, die habe ich ausgewählt und ein Kind, was bei mir aus dem Ort kam, die habe ich unterrichtet. Also einmal in der Gruppe Stimmbildung gemacht und einmal einzeln Stimmbildung gemacht und habe dann beobachtet, wie sich die Stimmbildung eben auf die Kinderstimmen auswirkt, mit welcher Motivation die das machen in der Gruppe und ja, wo die Grenzen von den Stimmbildungen liegen. Es ist ja tatsächlich auch immer noch so, ne, wir lesen die alte Literatur, das heißt alt, ne? Also wir lesen das Buch der Kinderstimmbildung, das Handbuch, und da steht immer, ja, die gute Lage der Kinderstimme liegt da und da und am besten singt man in der Lage mit den Kindern, ja. Und ich habe gedacht, ja, sag, irgendwas machst du ja falsch, ne? Bei mir funktioniert das alles nicht so. Irgendwie kam ich gar nicht so richtig zu diesem Ziel in diese Höhe. Beim Einsingen schon, aber bei der Literatur ging das nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, da kannst du da vielleicht ja mal üben, ob du die Kinder wirklich dazu bringst, dass sie das freiwillig auch in einer hohen Lage schon singen. Ne? Und da habe ich mir dann so Stimmbildungskonzepte überlegt und das war dann so das Ziel der Arbeit. Was mich dann nachher auch noch bewegt hat, eine Promotion anzufangen, das habe ich gemacht, da war ich aber schon an der Bühne, weil irgendwann wollte ich ja mal von der Bühne wieder weg und ich dachte, du brauchst auch noch eine Planung nach der Bühne, dann wäre vielleicht mal noch eine Promotion nicht schlecht und habe dann auch Kinderstimmen, Chorklassen als Thema genommen und bin dann nachher Richtung Stimmbruch, Mutation und habe versucht, Stimmbildungskonzepte, also ich habe es versucht, ich habe es gemacht, Stimmbildungskonzepte entwickelt während der Mutation. Also wie kann ich Kinder über die Mutation hinweg führen, dass sie nicht ganz aufhören müssen zu singen. Ja. Mhm. Okay, interessant. Und du hast ja dann auch, wie gesagt, selbst im Chor gesungen, im Opernchor in Duisburg. Was in Dortmund. In Dortmund? Mhm. Genau. Was hat dich denn selbst so beim ersten Chorsingen so bewegt? Das ist ja schon ein Unterschied, ob ich solistisch unterwegs bin oder ob ich im Chor stehe. Ja, genau. Also das Bestreben erstmal war ja sowieso, solistisch was zu machen. Ne? Und ich war ja jetzt quasi im... ja, dort vielleicht im zweiten Semester, als ich dann davor gesungen habe. Und da habe ich gesagt, das ist eine super Chance eigentlich, die Bühne kennenzulernen, Bühnenluft zu schnuppern, aber noch nicht alleine da zu stehen und diese ganze Verantwortung zu tragen. Man ist ja selbst auch so ein bisschen ängstlich, was auf einen zukommt. Und dann habe ich gedacht, ach super, das ist ein Profichor und du hast die Chance, da reinzukommen. Und ja, das hat mich total gefreut, dass die mich genommen haben. Das war auch toll. Also ich fand es richtig toll am Anfang. Also meine erste Produktion war dort Andrea Chenier. Und ich habe ja nie in einem Chor gesungen, nie. Also ich habe nie gestanden, ich habe mir immer den Chor vorgestellt. Man steht da, man hat da so sein Buch in der Hand, man steht da und singt. Und hier war es dann tatsächlich so, ruckzuck musste man es lernen, auswendig. Es wurde im Chorsaal geprobt und während es geprobt wurde, stand man schon parallel auf der Bühne und war szenisch was am Proben. Also das fing an mit Choreografien. Es war ganz toll. Wir hatten hier so Reifröcke und Rokoko-Perücken. Das war richtig traditionell, schön inszeniert. Also es war richtig beeindruckend. Und dieses Gesamtpaket, also dass man mit professionellen Stimmen dann noch mit Tanz und Kostüm da in die Handlung einbezogen ist, das fand ich einfach toll. Und ja, wir haben ja nicht nur Opern gesungen, wir haben ja auch im Konzerthaus dann teilweise auch Konzerte gesungen,
Beethovens Neunte oder von Holz die Planeten haben wir gemacht. So zwischendurch mal, aber natürlich überwiegend, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe bestimmt über 45 Produktionen gesungen, aus Oper, Musical, Operette. Und ja, wie gesagt, ich bin ja erstmal als Aushilfe da eingestiegen und dann bin ich auch schnell übernommen worden im zweiten Sopran als feste Stelle. Und das war für mich einfach toll. Also man hatte da eben mit Gesang die Chance, sein Geld zu verdienen. Es war ein A-Haus. Dortmund ist ein sehr gutes Haus. Und das direkt, ohne dass ich war noch nicht mal fertig mit dem Studium, fand ich super. Und man bekam auch die Chance, kleine Rollen zu singen dort. Die hatten kein angegliedertes Opernstudio. Das heißt, ich habe auch im Rosenkavalier eine Weise gesungen oder ich habe in der Oper Jenufa eine Rolle gesungen, direkt am Anfang, als ich da war. Also das war wirklich toll und es war eine tolle Chance. Und ja, letztendlich wollte ich dann gar nicht mehr ins Solofach auf der Bühne, also weil ich ne, den Betrieb kennengelernt habe und gesehen habe, wie das da abläuft. Da habe ich mir nachher gedacht, ach, ich weiß es gar nicht, ne, ob ich das so will. Im Chor zu stehen, in der Gruppe, das ist einfach wunderbar. Du bist ja auch als Stimmbildnerin tätig, ja? Du erarbeitest Musicals inklusive Choreografie mit Chören und deine Tätigkeiten sind sehr vielseitig. Du bist in der Schule. Was genau reizt dich denn jetzt nach den ganzen Jahren bei allem am meisten? Ja, gute Frage, ne? Also das Erste ist ja immer, als Sänger will man ja erstmal selber auf der Bühne stehen. Das reizt einen natürlich am meisten, ne? Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, mich reizt es nicht, meine eigenen Programme zu singen. Das ist natürlich... Das darf ja. Das ist ja meine Priorität. Aber durch die Zeit an der Bühne ist mir irgendwie klar geworden, ich will nichts Einseitiges, ne? Der Alltag im Chor war nach einer Zeit für mich zu monoton. Es ist morgens Probe gewesen, es ist abends Probe gewesen. Am Wochenende waren die Vorstellungen. Man hat einmal im Jahr 6 Wochen frei. Ansonsten jeden Weihnachten, Ostern. Man steht immer auf der Bühne und darüber hinaus kommt ja noch, die Stimme muss ja noch ganz anders behandelt werden, als ein Orchestermusiker seinen Dienst antritt, ne? Also man muss schon enorm verzichten. Und das war auch eine Zeit, auch generell erst mal dahin zu kommen und auch dort an der Bühne weiter zu bestehen. Es ist eine Zeit des Verzichts. Das sagt wahrscheinlich auch jeder Opernsänger, wird das sagen. Also ich habe das Interview mit Johannes Kalpers auch verfolgt. Der hat es auch gesagt, ne? Er ist ja auch irgendwann von der Bühne weg, ne? Also das ist natürlich ein Druck. Die Stimme muss immer da genau sein. Man muss auf die Stimme aufpassen. Man hat die Termine. Ich muss natürlich trotzdem hier an der Stelle kurz meine kleine Lanze fürs Chorsingen brechen. Denn wir unterhalten sich und uns ja oft, gerade auch mit anderen Kollegen, über Chorgesang im Laienchorbereich. Und das ist natürlich mitnichten zu vergleichen mit einem Opernchor, wo es um ganz andere Dinge geht. Das ist im genau. Ja, das genau. Ist und das, ganz das andere ist Genre. Nicht, dass ein falscher Eindruck aufkommt, was Chorgesang betrifft. Das ist Nee, absolut nicht. Also ich fand es auch wirklich eine super Zeit, ne? Also, aber es ist einfach, man muss es einfach als Gesamtpaket sehen, ne? Man steht nur auf der Bühne, es ist künstliches Licht. Das soziale Netzwerk verkümmert tatsächlich auf das Opernbetrieb-Netzwerk. Damals war es noch nicht so mit WhatsApp wie heute, ne? Also wenn ich mein Handy beobachte am Tag, wie oft das blinkt, ja, das war ja damals nicht so, ne? Und dann fühlte man sich nach einer Zeit so ein bisschen vereinsamt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch so ein Mädel vom Land, ich wollte dann auch immer gerne mal wieder nach Hause und das ging nicht, ne? Wir hatten Dienst rund um die Uhr, morgens, abends, man muss in Dortmund wohnen und mehr ist nicht. Also es ist, ich möchte die Zeit nicht missen. Also das soll auch nicht so rüberkommen. Es war wirklich super. Also es war eine aufregende Zeit mit Sicherheit, ja. Aber das Leben beinhaltet einfach natürlich noch mehr als genau. Und dann habe ich gedacht, komm, du musst was anderes machen. Du musst dich ein bisschen breiter fächern. Und ich wollte ja immer noch weiter singen, ne? Also das war ja sowieso erstmal das erste Ziel. Und dann habe ich gedacht, so, die suchten bei uns hier am Gymnasium. Das ist hier gerade die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Das ist auch das Gymnasium, wo ich selber Abitur gemacht habe. Die suchten jemanden, der die Chöre aufbaut. Und dann habe ich gedacht, komm, du hast das abgeschlossene Lehramtsstudium. Frag mal. Und dann habe ich gefragt und dann haben die gesagt, ja, der Schulleiter sagte, super, wir nehmen dich. Genau, Musiklehrer werden ja mit Kusshand auch gesucht. Da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt. Ich wollte jetzt sowieso übergehen, dass wir uns mal mit Manuela May als Chorleiterin beschäftigen. Du bist an der EGS Betzdorf? Genau, da bin ich jetzt mittlerweile, genau. Also ich war erst am Gymnasium und bin jetzt seit 3 Jahren an der EGS in Betzdorf. Genau, und hast dort auch Chorklassen.
Genau. Welchem Umfang arbeitest du dort mit den Schülern als Chorleiterin? Also die Chorklassen selbst, die sind im Unterricht integriert. Die haben 2 Stunden jeden Mittwoch bei mir morgens im Vormittagbereich Unterricht. Und das ist auch ständig, ne? Und dann habe ich darüber hinaus noch 2 Chöre. Einen Unterstufenchor, der ist in der 5-6. Die sind dann im Nachmittagsbereich und einen Mittelstufenchor Klasse 7 und 8. Der ist jetzt neu, also den habe ich seit diesem Schuljahr auch im Nachmittagsbereich, dann immer 12:45. Aus dem Grund, dass die Chorklassen, die wir haben, sind nur in der Klasse 5 und in der Klasse 6. Und damit die dann eben in der Klasse 7 die Möglichkeit haben, auch noch Chor singen eben weiterzumachen. Weil wenn man 2 Jahre schon mit Stimmbildung und mit Liedersingen total regelmäßig in Bezug kommt, dann ist es ja schön, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, auch noch weiter zu singen. Genau, und das Gute ist halt bei den Chorklassen tatsächlich, die haben es halt jede Woche 2 Stunden verbindlich und dann kann man schon kontinuierlich auch was erreichen. Das ist aber schön. Wir haben ja jetzt Pandemie. Wie hat sich denn deine Arbeit durch die Pandemie verändert? Ja, das ist halt leider so. Ab letztem Jahr, ne, erstmal habe ich so ein bisschen überleiten müssen, wo irgendwie der totale Lockdown war. Dann haben wir es versucht, online zu machen, auch stimmbildungsmäßig. Und man muss halt dann einfach mit dem Niveau runtergehen. Ne? Also es ist schon so, dass man dann nicht sagen kann, okay, ich bestrebe jetzt unbedingt, dass wir jetzt 2-stimmig, 3-stimmig irgendwas dahin singen. Das ist gerade gar nicht mein Bestreben, sondern ich möchte, dass die Kinder, ich möchte natürlich auch, dass die Stimmbildung mitbekommen und dass der Tonraum sich festigt und auch erweitert. Aber mein primäres Ziel ist erstmal, dass die Spaß am Singen haben. Und das hat mir in der Pandemiezeit so leid getan, dass die eben gerade in den Chorklassen, ne, die wählen Chorklasse und wollen singen. Und dann ist die Möglichkeit eben so eingeschränkt möglich. Und ich habe immer versucht, das Beste irgendwie draus zu machen. Online ging das auch, aber das musste natürlich über den Bildungsserver der Schule stattfinden und das war teilweise schon ein schlechtes Netzwerk, dass man da wirklich so Videokonferenzen mit mehreren, das ist nicht wie bei Zoom jetzt hier, ne, dass man wirklich doch eine einigermaßen gute Chorqualität hinbekommt. Ne? Also das war schon, naja, sage ich. Und dann habe ich das eben einfach vom Niveau so runtergefahren, dass ich gesagt habe, komm, ich singe und ihr schaltet mich ein und euch selbst auf stumm, dann singen wir einfach mal, einfach, dass die Kinder so am Singen dran geblieben sind. Ne? Und seit wir dann im April wieder durften, habe ich das dann natürlich in Präsenz auch gemacht, aber da durften wir ja erstmal nicht rein. Genau, du hast mir ja erzählt, und das finde ich ganz interessant, dass ihr draußen probt, und zwar wirklich die meiste Zeit des Jahres. Und für dich ist ja auch der Spaßfaktor wichtig bei den Kindern. Na klar ist das im Chorbereich wichtig. Die sollen ja mit Freude drangehen. Wie schaffst du das denn, dass du die draußen bei Laune hältst? Ich meine, es ist ja auch kalt draußen. Ja, da muss man ja. Nicht nur denen ist kalt, mir auch. Ne? Also ja, im April durfte man noch nicht rein. Und es gab auch noch nicht so irgendwie die Regelung bei uns. Wie ist das jetzt so genau? Und dann haben wir draußen mit Maske dann gesungen. Und mit Abstand, das war natürlich echt nicht so toll. Aber die Kinder waren komischerweise die ganze Zeit motiviert, das mitzumachen. Klar, die haben auch mal gesagt, oh, wie doof ist das jetzt mit der Maske und so. Und ja, ich habe gesagt, wisst ihr was, Leute? Es ist alles besser, als unten im Raum zu sitzen und Noten zu schreiben. Und das haben die ruckzuck kapiert und haben gesagt, uns ist das eigentlich alles egal. Hauptsache, wir musizieren. Wir haben das Klavier, also das E-Piano, auf dem Schulhof hochgetragen. Und das ging nach einer Zeit echt wie von selbst. Ne? Also wir haben auch eine Pausenhalle, da kann man sich auch noch drunter aufbauen, wenn es dann mal geregnet hat. Und Gott sei Dank ist ja nach den Sommerferien jetzt einigermaßen die Möglichkeit wieder, dass man es auch drinnen betreiben darf. Deshalb sind wir jetzt auch mal wieder drinnen. Allerdings nur mit 10 Kindern. Ne, das ist jetzt auch dann wieder so. Also es müssen immer Kinder pausieren. Dann müssen wieder Fenster und Türen aufgemacht werden. Und dann singen wieder mehr Kinder mit. Also es müssen immer, ich habe 14, es müssen 4 leider immer pausieren, bis mal ein Lied durchgesungen ist. Es ist, ja. Das ist mühsam. Aber du hast mir erzählt, du erfindest eigene Stimmbildungsgeschichten. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was du da genau tust. Genau, also ich habe gedacht, Stimmbildung muss ja irgendwie so ein bisschen die Kinder ansprechen. Und diese stupiden Übungen, die man aus dem Gesangsunterricht kennt, also die ich auch mit Erwachsenen mache, die wollen die Kinder nicht so gerne. Und dann habe ich gedacht, ja, was gibt es,
und habe mich mal so ein bisschen umgeguckt und die meisten Sachen waren tatsächlich dann auch immer nur für kleinere Kinder. Und dann habe ich gedacht, naja, dann machst du es halt selber, ne? Und habe dann angefangen, selbst solche Geschichten zu entwickeln. Und ja, zum Beispiel, wir liegen morgens im Bett und dann strecken wir uns und wir putzen uns die Zähne. Also ich versuche, Bewegungsübungen mit reinzubringen, also den Körper zu aktivieren. Wir laufen mal auf der Stelle oder wir laufen ganz schnell nach unten, weil wir haben was vergessen, oder nochmal nach oben die Treppe hoch und runter. Und dann stelle ich so eine Schulwegsituation dar, also dass wir an der Schranke stehen bleiben. Dann kommt ein Zug, dann kann man halt auch ein paar Atemübungen einbauen mit Zischlauten. Und verschiedene Züge, ne? Einmal ein großer und kleiner, dann kann man verschiedene Atemübungen da einbauen. Und auch Stimmübungen zur Tonraumerweiterung, die kriegt man auch mit rein. Oder Glissando-Übungen, ob man mal eine Sirene hört auf dem Weg. Oder einen Aufzug stelle ich auch schon mal da. Stellt euch vor, der Aufzug geht hoch und runter und wir machen das mit der Stimme und wir gucken mal hin und so. Sowas mögen die, und das ging natürlich auch gut draußen, weil uns war ja draußen auch immer kalt. Und so ein bisschen bewegen, dann war immer ganz schön auch für die Kinder. Das habe ich auch zwischendurch dann immer mal gemacht, dass ich gesagt habe, komm. Und auch aus der progressiven Muskelentspannung habe ich da ein paar Übungen eingebaut, weil man merkt ja schon, auch die Kinder, die sitzen viel und auch die haben schon früh Verspannung. Genau, und die merken gar nicht so, dass das eine Übung ist. Ne? Dann letztendlich sage ich dann immer, komm, wir holen uns ein Eis und dann machen wir eine Tonübung. Das machen auch total gerne Kinder sogar jetzt mittlerweile vor, dass ein Kind dann irgendwie Schokoladeneis und die anderen singen, ja. Das ist einfach so als Gruppe, dann die Gruppe antwortet, einer macht es vor. Genau, das motiviert die Kinder eigentlich. Du bleibst wirklich sehr kreativ in deinen Übungen. Ja? Genau. Auch das nächste Thema, auf das ich jetzt, ansprechen möchte, hat auch was mit Kreativität zu tun. Du hast mir berichtet, dass du Themenkonzerte entwickelst. Ja? Inwieweit sind da Chöre integriert? Ja? Inwieweit betrifft das Chormusik? Genau, also ich habe ja gerade aktuell ein Themenkonzert gemacht. Das habe ich im Sommer jetzt begonnen und ist jetzt im November fertig geworden zum Thema Sophie Scholl. Es heißt Schließ Aug und Ohr für eine Weil. Das ist das Lied von Konstantin Wecker, Schließ Aug und Ohr für eine Weil vor dem Getös der Zeit. Das ist so das Leitmotiv, was das ganze Konzert durchzieht. Da habe ich bewusst schlichte Literatur ausgewählt, dass man einfach sagen kann, okay, das ist alternativ in anderen Formationen möglich. Und das war von vornherein mein Hintergedanke, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt in der Situation, ich mache das für mich alleine. Da ist eine Geige, ich habe Arrangements gemacht für Geige, habe mit einer Sprecherin, also die dabei ist, zusammen die Texte ausgewählt. Es sind wirklich nur sehr, sehr kurze Texte, und habe dann strophische Lieder ausgewählt, die dann immer mal eine Strophe, kurzer Text, Strophe, kurzer Text, mit Bild im Hintergrund jeweils. Und habe dann bekannte Sachen auch ausgewählt, also wie Ich bete an die Macht der Liebe, den Choral, oder Naja, mein Gott zu dir, Die Gedanken sind frei. Und das sind alles Sachen, wo ich auch Chorsätze von habe. Und mein Ziel war, dass ich sage, ich präsentiere das alleine, und ich kann das auch sowohl als auch alleine für mich als Soloprogramm mit der Geige oder ohne Geige präsentieren oder auch mit Chören in Kombination. Und das ist so auch mein Ziel eigentlich. Also ich plane einen Workshop erstmal, wo ich das selber projektweise einstudiere mit Chören, oder also entweder mit Chören, die es wollen, oder einfach mit einzelnen Leuten, die es machen wollen, dass man so einen kleinen Chor zusammenstellt, der dann vielleicht mit mir zusammen das macht, oder auch Kooperation mit anderen Chören, dass man sagt, okay, jetzt wollen vielleicht mal drei Chöre mitmachen, wenn es denn die Situation wieder erlaubt, dass wir sagen, okay, wir präsentieren das mal Open Air irgendwo mit ein paar Chören und mit mir, weil da sind auch noch ein paar Eigenkompositionen von mir dabei, die ich aber auch chorisch ein bisschen arrangiere, da kann auch dann ein Chor noch mitsingen. Muss aber nicht, ne? Dass man sagen kann, ich kann vielleicht mal einen Kurzworkshop machen, wir studieren drei Sachen ein und den Rest singe ich, dass man das so relativ flexibel mit Chor machen kann, also mit normalen Erwachsenenchören, oder auch als Schulkonzept, dass ich sagen kann, ich biete das in der Schule an, und das könnten dann auch
die Schulchöre oder Chorklassen der Schule machen, vielleicht nicht eine Klasse 5 und 6. Also da finde ich das Thema ja. Sophie Scholl tatsächlich nicht so geeignet, aber für... Aber in höheren Klassen findet man vielleicht sogar jemanden, der sich trauen würde, ein bisschen was solistisch zu machen, ja? Das genau. Die Schule auch ein tolles Projekt. Nein, du bist sehr kreativ und auch sehr umtriebig mit vielen, vielen Ideen. Vorsätze selbst, das hast du ja schon gesagt. Was ist der Hintergrund, dass du so viel schreibst? Es gibt ja eigentlich Unmengen an Chorliteratur, ja? Vielleicht wäre es ja mal ein eigenes Buchprojekt zu sagen, ich mache so ein kleines Buch mit meinen Stimmbildungsgeschichten und mit meinen Kinderchorsätzen. Ist das vielleicht eine Idee für die Zukunft, wenn du mal tatsächlich haben solltest zwischen all deinen Projekten? Ja, tatsächlich hatte ich das letztes Jahr schon mal meiner Lehrerin gesagt und hatte gesagt, ja, ich glaube, ich mache das mal selber, weil es mich erstens, ne, es nervt mich tatsächlich, dass es für Kinder in der Altersgruppe, die ich habe, unterrichte, nicht so viel gibt. Da habe ich gedacht, komm, jetzt schreibst du die Sache. Da ist eine Lücke zu füllen. Da ist eine Lücke, ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt schreibst du die Sachen selber. Und dann fehlte mir aber auch immer noch das Lied, ne? Die in der 5., 6. Klasse, die wollen ja jetzt nicht... Die wollen zwar Englisch singen, die können es aber noch nicht so gut. Also habe ich dann angefangen, so kleine Stimmbildungslieder auch zu schreiben, die dann auch mal Englisch sind, ne, dass die auch das Gefühl haben, oh boah, wir singen jetzt auch mal Englisch und nicht immer nur Deutsch. Und genau, das einmal die Lieder dafür als Stimmbildungslieder, die ich dann auch mehrstimmig setze, ne, dass es auch chorisch gemacht werden kann. Aber die Kinder heute wollen ja tatsächlich auch das singen, was in den Charts ist. Das ist ja das Erste, wozu ich dann irgendwas schreibe. Und wenn wir das singen wollen, was in den Charts ist, dann such mal einen Chorsatz. Findest du keinen, ne? Mhm. Und dann können die, nicht, wenn... Nicht so schwerer Chorsatz, auch den die Kinder das singen. Das ist es. Kauf mal, ich habe ja zig Sachen auch gekauft. Da denke ich, oh super, hier gibt es einen Chorsatz. Dann gucke ich da rein und sage ich, nee, das kann mein Chor nicht singen. Und jetzt sowieso schon gerade gar nicht. Ich habe ja wieder neu gestartet. Hatte 40 Leute, jetzt sitzen da noch 10. Selbst in der Chorklasse, die jede Woche Unterricht hat, kriege ich das nicht hin. Und das sind ja auch noch kleine. Da bin ich ja mit zweistimmig schon gut dabei. Und dann habe ich eben angefangen, Lieder zu suchen oder zu schreiben. Weil ich singe tatsächlich auch sehr gerne meine eigenen Sachen. Also... was mich total freut, ne? Also ich habe den gesagt... Ja, aber das ist doch wirklich, das ist wirklich eine schöne Idee, gerade für den Schulmusikbereich, kann ich mir vorstellen. Genau, ja. Dass man sagen kann, okay, ich schreibe was Zweistimmiges, schön in Terzparallelen. Dann kann ich das nämlich mit der Solmisation, schön mit Handzeichen, das kriegen die nämlich hin, dass sie sich den Anfangston dann herleiten. Und das kann ich auch mitzeigen dann teilweise. Und dann kann man einmal unten, einmal oben. Das gestalte ich oft auch als Kanon, dass wir oben singen, unten singen. Und so, ne, dass wir das dann wieder zusammenpuzzeln. Und schon hat man was Zweistimmiges, was relativ schnell zu realisieren ist. Und die Kinder hören ein Ergebnis, als wenn ich an irgendwas rumprobe, was einfach viel zu schwer ist. Also es gibt so viel Chorliteratur, auch für Kinderchor. Aber ich habe für mich wenig gefunden, was ich benutzen kann. Und Aktuelles, ja. Yeah. Klar, ich meine, bis das verfasst ist, wenn jetzt gerade mal ein Song in den Charts ist, bis der dann im Notenmaterial zu kaufen ist, dauert das ja auch dann wieder. Dann ist er nicht mehr aktuell, ne? Dann wollen die den schon wieder nicht mehr sehen. Zu schnell wenn du damit das Interesse der Kinder entfachst und das Interesse der Kinder beibehalten kannst, ist das, glaube ich, einfach eine ganz tolle Sache. Manuela, eine letzte Frage habe ich noch. Du singst ja auch selbst als Chorsängerin, aber auch hier bist du wiederum nicht so im semi-professionell oder auch nicht im Laienchorbereich unterwegs, und denn du singst in einem sehr speziellen Chor, ja, in einem Online-Chor sozusagen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Chor? Also der nennt sich WeChoir und das ist ein Online-Projekt. Da bin ich letztes Jahr eingestiegen. Ich bin eigentlich auch nur durch einen Freund von mir darauf gestoßen, der sagte, ja komm, willst du nicht da auch mal vorsingen? Dann habe ich gesagt, ach, ich weiß nicht, jetzt hier so ein Online-Chor-Projekt, wo ich dann im Chor mitsinge, da ist die Stimme vielleicht zu dick oder so dafür. Und er sagt, ja, schick doch einfach mal ein Video hin. Und das habe ich gemacht. Die haben mich aufgenommen. Das fand ich total reizvoll, weil da sind Leute aus der ganzen Welt sind in diesem Chor. Das sind gar nicht so viele. Ich glaube, bei dem letzten Projekt waren 40 dabei. Da ist jetzt auch das Lied rausgekommen, ist auch jetzt mittlerweile auf Spotify. Und ja, ich habe ja ewig jetzt nicht mehr gesungen, seit ich von der Bühne bin. Gesungen natürlich schon, aber nicht mehr chorisch, weil hier bei mir im Umfeld ist natürlich kein professioneller Chor, in dem ich mitsingen kann. Ich meine, ich bin hier auf dem Land. Hier ist wenig, also hier sind gute oder sehr gute Laienchöre, aber professionelle Chöre weniger. Und dann habe ich auch nicht die Zeit und ich mache halt viel Stimmbildung, Workshops und so. Und dann habe ich gesagt, komm, sowas online ist natürlich eine schöne Sache. Die planen das auch in Präsenz. Also es soll nicht online bleiben. Und
Ja, man singt seine Stimme ein und es ist anspruchsvoll. Also ich habe schon etwas gebraucht, das zu können. Also ich musste mich tatsächlich auch wieder reinhören in die Art von Musik. Das komponiert einer selber, also der Dirigent des Chores. Und ja, es ist toll. Also ein tolles Projekt. Und die machen zwischendurch, da war ich noch nicht dabei, Online-Videokonferenzen. Da sieht man, wer alles dann dabei ist. Also Leute aus Alaska und von überall. Also es ist eigentlich toll. Ist auch ein tolles Networking mit Sicherheit. Ja, auch das Ja. klingt spannend. Das war ein schöner Einblick in all das, was du tust, liebe Manuela. Wirklich in vielen, vielen verschiedenen Richtungen. Wer Interesse hat an diesem Online-Chor oder wer Interesse hat an Manuelas kleinen Sätzen für Schulchöre, der kann sie bestimmt auch kontaktieren oder sich Logo. mit dir vernetzen. Du bist über Facebook zu finden. Deine Kontaktdaten gibt es auch über mich. Man findet dich außerdem auch, wenn man dich googelt. Manuela war ja so vernetzt. Auch darüber. Vielen, vielen Dank, sage ich mal. Sag danke. Hat Spaß Hat gemacht, Spaß ja, gemacht. von all dem zu hören, was du so tust und wie deine Entwicklung war. Begeistert hat mich wirklich der Satz, ich kann nicht singen, um dich dann zu hören, was einfach daraus entstanden ist. Und so spielt einfach das Leben. Deswegen vielen Dank nochmal. Ich sage nur, vielen Dank auch an die Zuhörer. Demnächst gibt es eine neue Ausgabe, die 31. von Chorkultur, und ich lasse euch rechtzeitig wissen, wann und mit wem. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.